So, mein neues Video ist abgedreht für meinen Finanzkanal, für meine Finanzakademie. Und jetzt wartet mein Hund ganz sehnsüchtig. Wir wollen unbedingt nach draußen und gucken mal, was für Winterschuhe wir jetzt anziehen bei dem Schnee. Und mal gucken, soll ich meine schwarzen Stiefel anziehen? Im Frühling? Nein, es ist doch schon April fast und jetzt kommt der harte Winter zurück. Hilft nichts. Ich ziehe meine schwarzen Schuhe an, würde ich mal sagen. Und dann geht's los. Ich habe vergessen, meine Olivencreme hierzu zu machen. Hatte heute Morgen ja ein Video über meine Wohlwort Foundation abgedreht. Ja, und wir gehen ja. Was für Schuhe ziehe ich denn die Mama jetzt an? Ich habe meine Winterschuhe schon alle weggepackt. Nein, nö, habe ich auch keinen Bock, die jetzt da wieder rauszuholen. Egal, ich ziehe die schwarzen Schuhe an. Egal. Kein Winter. Nein. So, nochmal meine Schuhe suchen. Mal meine Schuhe mal suchen. Wo sind die hin? Da. Ja, ich werde die jetzt anziehen. Die werden wahrscheinlich weiß werden im Schnee, aber egal. So, hier reinstellen. Ja, Melia badet jetzt da oben, ne, Miley? Melia badet. Ja, die Sonne ist rausgekommen. Gleich mal ausnutzen, kurz. Miley. Miley, komm her. Nicht jetzt gut zu machen. Bleib hier. Kurz mal spazieren gehen. Ja, bevor das gleich wieder. Ich weiß auch nicht. Miley, komm. So. Ich will mal die dicke Winterjacke anziehen. Miley. So. Die Winterjacke anziehen. Hm? So. Ja, warte. Nein. Ja. Oh, Miley. Geh mit Miley raus, ne? Okay. So. Begeistert klang das ja nicht. Okay. Ja, er will immer, dass ich am liebsten immer zu Hause bin. Oh. Na gut. Also, ich glaube, hier haben die. Kann das sein, dass die Ferien haben? Irgendwie laufen. Aber nee, heute Morgen habe ich die Schüler auch gesehen hier. Naja. Ich mal los, der Schnee ist geschmolzen, fast in der Sonne. Ich zeige euch mal einen Moment. So, hier, fast alles wieder weg. Der ganze Schnee. Also, es ist windig, aber es ist kein Schnee mehr oder wenig. Der Wind ist eiskalt, aber ansonsten ist es jetzt nicht so richtig so wie im Winter, so wenn man Schnee und Eis hat, so nicht, aber schon kühl. Ne? Am Geschenkehaus ist auch nichts. Nix. Alles weg, die haben das so weggeräumt, als der Schnee kam. Also noch so ein kleines Buch und so ein, ja, diese Mops und so eine Schale. Mehr ist da leider nicht. Deswegen, genau, naja, teilweise ist es runtergefallen. Ja, also, wie gesagt, ich gehe jetzt wie immer mit Miley spazieren. Gibt nichts Neues zu berichten. Ich habe eben, wie gesagt, ein Finanzvideo abgedreht. Das werde ich gleich bearbeiten, wenn ich zu Hause bin und hochladen. Das würde ich nämlich gerne heute auch schon wieder öffentlich stellen. Ich versuche jetzt nach Möglichkeit. Also ich werde das ja wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber ich versuche schon so oft wie möglich. Ich schaffe es vielleicht nicht jeden Tag, aber ich nehme es mir mal vor. Je höher meine die Vorhaben dann auch gelagert sind, desto eher schaffe ich es dann auch einzuhalten, denke ich mir immer. Also insofern
versuche ich es mal jeden Tag erstmal so, damit er ein bisschen voll wird, der Kanal. Habe ich mir so gedacht. Na gut, das sind so meine Sachen. Ansonsten habe ich heute keine Lust auf das Feld zu gehen. Das ist bestimmt richtig matschig. Und ich habe auch nichts, was ich drehen könnte. Und es ist auch viel zu windig. Deswegen, wir sehen uns zu Hause. Ja, einmal wollte ich noch drauf antworten. Also ich hatte ja erzählt, dass die Vlogs in ab und zu ein bisschen kürzer gehen. Ich weiß, dass ihr das immer nicht so gerne habt. Aber ja, es ist halt dadurch geschuldet, dass wir im Moment nicht so viel haben. Gazi hat Spätdienst und wenn er nach Hause kommt, ist er auch meistens sehr müde. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt bei dem nimmt. Und ich bin auch nicht so oft unten, muss ich sagen. Ich bin meistens in meinem Zimmer, weil ich einige Dinge machen möchte. Also ich muss ja nicht, aber einige Dinge möchte ich gerne auf die Reihe bringen, möchte ich gerne anschieben. Und das verursacht leider oder benötigt Zeit. Und dann kann ich nicht unten sein und kann auch nicht so gut vloggen. Es tut mir echt leid, aber keine Angst, ich komme wieder. Kein Problem. Also das wird schon wieder. Einige haben auch geschrieben, dass sie es immer ganz toll finden mit der Family. Weiß ich, aber auch das muss man noch mal so ein bisschen, das kommt auch noch dazu. Also Gazi, ist einverstanden. Ne? Hört ihr mich? Also ich war auch Gazi ist ja einverstanden, dass ich ihn filme. Aber er hat es natürlich nicht so gerne. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, dass er das ganz toll findet, was ich da mache. Und wenn ich die Kamera anmache, den sehe ich schon immer. Also, ne? Es ist jetzt nicht so, dass er vor Freude in die Lüfte springt, wenn ich sein Privatleben drehe. Aber er macht das und je öfter ich das mache, desto mehr gewöhnt man sich auch dran und desto das Make-up glänzt ein bisschen, ne? Das Wohlwort-Make-up, oder? Sieht das nur so aus? Na gut, desto mehr ist es ja auch so, dass er nichts sagt. Er sagt auch nichts und ist auch alles gut. Und würde ich da auch sehen, dass er das jetzt so gar nicht will, dann würde ich es ja nicht machen. Ne? Aber das muss mal ich wege da dann immer so ein bisschen ab. Also ich merke, okay, ich kann und ich darf und ist in Ordnung, dann mache ich sie an, die Kamera, aber ne, der Junge hat ja auch mal schlechte Laune, der ist ja auch mal kaputt und gestresst, hat ja auch einen schweren Job, ist jetzt nicht so, dass das alles so einfach ist und ich kenne ja meinen Sohn, gerade wenn er Spätdienst hat, ist es sehr stressig und ist er kaputt abends. Ne? Also ich möchte dann auch nicht immer die Kamera draufhalten. Das muss man irgendwie dann auch so ein bisschen, muss ich Rücksicht drauf nehmen, hilft ja nun nichts. Und ich kann ja euch manchmal auch nicht so viel Material bieten, weil erstens bin ich ja auch jemand, der dem dann auch irgendwann so ein bisschen das Material ausgeht, weil ich nichts erlebe. Ne? Früher, wenn ich so alleine bin, dann koche ich ja nochmal Essen oder in meinem Haus bin, dann kann ich ja nochmal irgendwas aufräumen, wo ich euch mitnehmen kann oder ich kann irgendwas putzen oder so, stelle ich euch dahin. Aber das ist ja hier alles so jetzt nicht. Ne? Deswegen, klar, ich putze hier auch und nehme euch auch mit und mache dies und das, aber mache ich dann auch nicht immer, weil mein Kopf dann auch mal woanders ist. Bin ich schon wieder am Planen für die nächsten Videos und ja, aber keine Angst, das wird alles wieder so sein, wie immer, habe ich ja bisher auch immer gemacht. Insofern kriegen wir schon hin alles. So, jetzt ist hier aber zu laut und auch zu weit wieder zum Feld hin, da will ich nicht hin. Oh, ein bisschen auftauen hier in der Sonne, herrlich. Ich überlege, oder ich muss, ich glaube, wir haben kein Brot mehr, ob ich gleich nochmal zu Kaufland gehe und Brot kaufe. Ich hätte auch immer wieder Hunger auf so ein Kuchenstück oder so. Ich bin heute Morgen auf die Waage gestiegen und habe mit Freuden festgestellt, dass ich 67,0 Kilogramm wiege. Das ist für mich fast schon Idealgewicht. Also alles, was mit 66 ist, ist Grenze. Gehe ich weiter runter, werde ich zu dünn. Das heißt, das sieht dann doof aus. Das kenne ich schon. Ich bin schon des Öfteren, und da ist ein freilaufender Hund, unter 60 gegangen und das sieht wirklich sehr
das sieht dann leider sehr dünn aus. Also das ist schon fast ideal. Also ich bin ja trotz meiner ganzen Süßigkeiten-Experimenten, oh, der leint seinen Hund jetzt auch an, lieber. Trotz meiner Süßigkeiten-Experimente, bin ich noch im Rahmen, was mein Gewicht betrifft. Bin ich ja schon mal relativ froh drüber. Kann ich ja weiter essen? Nee. Oh, das muss irgendwann aufhören, Leute. Meine Zähne, die mögen das gar nicht. Die brauchen noch immer manche meine Tochter gucken lassen. Ne? Ich sag's euch, wenn man das zu Hause hat, das ist wie, als hast du einen Bauarbeiter im Haus. Der macht auch nichts. Also bei mir, jetzt macht er ja, ne, auf dem Dorf, weil er nichts zu tun hat. Aber wenn, als wir in Hamburg waren, also da war er nicht so fleißig mit Haus. Hier war es kaputt und da war es kaputt. Und ja, der ist halt so. Ne? Naja, egal, wie dem auch sei. Ich freue mich, dass ich wieder Sonne habe im Gesicht. Ich glaube es gar nicht. Ich blühe immer auf, wenn ich die Sonne sehe. Ich habe gestern ein Video gesehen, wo in Alanya schon wieder richtig alles bedeckt war und alles grau und grau war und kalt war. Die Leute haben Jacken angehabt. Scheint wohl auch weiterhin kalt zu sein bei euch. Oder was macht ihr denn da? Mensch, ist ja nicht so schön da im Moment. Das muss doch jetzt langsam auch mal in Alanya wieder schön werden. Gibt es ja gar nicht. Aber vielleicht habe ich deswegen, also hat es das Schicksal mich dieses Jahr in Deutschland gelassen, weil es dieses Jahr richtig in Alanya kalt wird. Ja, das ist das. Nee, aber die armen Menschen, ne? Ich glaube, die haben auch keinen Bock mehr auf Kälte, Regen und Wind und keine Ahnung was. Naja. Jetzt bin ich kaputt vom lauter Quatschen. Wie ist das denn? Eigentlich ist noch zu früh, Miley, dass wir wieder nach Hause gehen. Du hast dich jetzt noch nicht so richtig ausgetobt, muss ich sagen. Wir sind schon wieder auf dem Hauseweg. Mensch. Naja, ich gehe, wie gesagt, gleich mal zu Kaufland und kauf Brot. Und ein Stück Kuchen. Guck mal, ob die Mehl haben. Meine Tochter hat gestern geguckt, die haben kein Mehl gehabt. Ich habe gestern mit meinem Sohn gesprochen, habe gesagt, vielleicht komme ich zu euch. Und da sagt er, Mama, ich habe ganz viel Mehl im Küchenschrank. Ja, nur mal hoffen. Das ist nämlich schon ein Jahr, liegt das da schon. Der hatte am Anfang nämlich ganz viel Mehl gekauft letzten Jahres. Und ja, mal gucken. Ja, aber Mehl wird ja nicht schlecht. Mal schauen. Dann könnte ich nämlich diese türkischen Basler Mala machen, also ja immer beim Fastenbrechen morgens gegessen wird. Ne, wenn ihr in meinen alten Videos guckt, habe ich das öfters gemacht und die essen ja einige meiner Jungs morgens, nicht alle. Es liegt nämlich auch sehr schwer im Magen, was der Grund ist dafür, dass es lange satt hält, hat aber auch den Nachteil, dass es auch leicht mal Sodbrennen und Bauchschmerzen macht und deswegen einige Essens, die wollen nur das essen und andere eben nicht. Aber ab und zu essen es alle mal. Also wenn ich das mache, ich denke, Emmel wird sicherlich richtig reinhauen. Kann ich mir die vorstellen, die ist schon scharf drauf. Die will unbedingt, dass ich das mit dem Roggenmehl mache. Aber das Roggenmehl, also ich weiß nicht, ich glaube, das klappt nicht so gut. Ich brauche schon Weizenmehl dafür. Mal gucken. Und unterwegs zu Kaufland. Wir da finden. Brot, Mehl, was gibt's? Aber wenn mein Sohn Mehl hat, dann ist ja in Ordnung. Das ist nicht so schlimm, nur gehe ich da hin oder nicht, weiß ich halt nicht. Wetter ist in der Sonne relativ schön, muss ich sagen. Also, geht. Aber hier knallt der Wind auch nicht so drauf wie bei uns. In die Ecke da. Lippenstift rutscht mir gerne in die Ecken, deswegen immer der Griff. An die Seiten. Ich mache ja keinen Lip Liner. Ja, mal gucken, was es bei Kaufland gibt. Neuigkeiten-Video haben wir auch lange nicht gedreht, ne? Fällt mir gerade ein. Tja. Kann mich ja mal ein bisschen umschauen. Mal schauen, ob wir da was Schönes finden. Thank you.
Oh, mein Lieben, ein bisschen in der Sonne stehen. Ich bin hier mit meinem Einkauf. Ich habe gerade meine Hände desinfiziert. Das mache ich immer gerne, wenn ich fertig bin mit Einkaufen. Da ich jetzt beide Hände voll haben werde, musste ich abstellen. Sonst mache ich das nochmal so mit einer Hand. Ups, die Fuchs einmal nach Hause und desinfizieren. Aber es geht jetzt schlecht. Ich habe wieder viel zu viel gekauft. Wollte ich gar nicht, aber egal. Oh, es sind wieder eine Menge Dinge. Ich habe auch ein paar vegetarische Sachen eingekauft. Für meine Tochter, weil das Baby hat einige Problemchen entwickelt, sodass sie jetzt versucht, sich laktosefrei zu ernähren. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe ein paar vegetarische Käsesorten, Wurstsorten und so. Versuche ich mal, klar, man kann auch laktosefrei Sachen kaufen, das machen wir nächstes Mal. Diesmal habe ich ein paar vegetarische gekauft, weil ich das so ein bisschen interessanter auch fand. Und ja, schauen wir mal, wie uns das schmeckt. Da dachte ich mir, machen wir dann nachher vielleicht so heute Abend so ein Video mit Emil und Gazi, mal schauen. Ich hätte jedenfalls Lust zu, wenn die nicht, dann mache ich das alleine. Bin sehr gespannt auf die Produkte. Ich esse wenig vegetarische Sachen, muss ich sagen. Ja, ist auch echt teuer, ne? Also ist ungefähr doppelt so teuer, mindestens. Genau, weil also ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe mich jetzt ein bisschen hier in der Sonne entspannt. Die Wohlwort Foundation glänzt ein wenig, wie ihr seht, aber alles kein Problem. Alles gut, dass ich mag gerne Foundations, die so ein bisschen Glanz haben und nicht so voll matt sind. Genau, und jetzt gehe ich nach Hause, guck mal, was die Kiddies machen. Es dürfte inzwischen 4 sein oder so. Ich habe mich ganz schön lange hier aufgehalten. Hätte auch Flaschen mehr mitnehmen können. Leergut habe ich auch vergessen. Naja, egal, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, gut. Wem redet sie denn da? Ja, also ich habe die ja gekauft. Könnt ihr in meinem Haul gucken bei Kaufland. Die schmecken gut. Also Test bestanden, aber nicht so wie die Bäckerei, ne? Keine Frage. Also das ist trotzdem kein Vergleich mehr. Also in der Bäckerei hast du mehr. Das ist ja kein Marzipan. Ich komme auf den Begriff nicht. Dieser Marzipanersatz. Oh, ich komme nicht drauf. Aber das ist da viel stärker im Geschmack. Es ist knuspriger. Es ist so teigiger, wistiger, wisst ihr, und größer natürlich auch und viel, viel leckerer. Also das kann man schon nicht anders sagen, aber das geht, ist in Ordnung. Das sind ja die hier. Ne? Und das Dauergebäck, hatte ich ja schon erzählt, das hält ein paar Tage. Huch. Im Regal. Aber wenn ihr sowas seht, ne, in der Bäckerei, das ist immer Dauergebäck. Auch die Nussecken, die Nuss und die Rumkugeln, diese Geschichten und was hatten wir noch? Das ist alles Dauergebäck. Also wenn ihr das in der Bäckerei seht, das ist niemals, also natürlich ist es manchmal frisch, wenn es frisch gemacht wird, aber in der Regel liegen die ein paar Tage in der Bäckerei. Und da passiert auch nichts. Schmeckt genauso, aber ich meine nur, ne? Manchmal, wenn es dann über eine Woche liegt, dann ist es aber schon alt, ne? Dann merkt man das auch. Dann hat das so den Geschmack der Umgebung angenommen. Aber gut, das schmeckt man vielleicht auch nur als Fachperson. Schmeckt lecker. Kann ich empfehlen. Oh, Töchterchen ist weg. Die geht ein bisschen spazieren. Und ich werde mir einen Kaffee machen. Und was wollte ich nochmal? Habe ich vergessen. Was wollte ich denn? Weiß nicht mehr. Mensch, was war denn das? Irgendwas wollte ich. Ja, das war aber nicht so richtig. So. Mann, was war denn das? Ich wollte irgendwas machen. Weiß ich nicht mehr. Einmal. Kaffeeglas vergessen sein. Pack ich hier hin. Ah ja, ich wollte mit Miley raus. Die muss Pipi machen. Genau. Wisst du? Ich wusste, dass ich etwas verlassen. Manchmal jetzt. Das
mal den Kaffee oder nicht. Ich gehe erstmal mit dem Hund kurz Pipi und dann mache ich da weiter. Komm. Okay. So. Und tschüss. Das warnt ich bin nicht mit. Ja, ich passe so lange auf Baby auf. Die schläft, der schläft nämlich und meine Tochter vertritt sich die Beine. Die hat noch ordentlich Ödeme, das muss ein bisschen in Bewegung gehalten werden. Durch die Schwangerschaft natürlich noch. Deswegen, nee, du Mama Pipi, komm, nicht meiner Tochter da hinterher schlafen. Komm, Mama Pipi, komm. Wenn nicht, dann gehen wir wieder rein. Nee, wir gehen nicht spazieren, Miley, komm, du sollst Pipi machen. Komm, die schnüffelt jetzt hinter ihr her. Komm. Kannst du nicht einfach Pipi machen, Mensch? Mach! Los! Los, mach! Nun komm, mein Kaffee wird kalt. Los! Na. Komm! Tja, was soll's? Boah, ist das richtig gut kalt. Boah! Das Finanzvideo einmal bearbeiten, damit das auch im Kasten ist. Ich könnte das Babyfon mit hochnehmen. Jetzt habe ich mir da zu viel Kaffee reingemacht. Mann. Na egal. Also, ich nehme ich Babyfon mit hoch und mache das oben. Oder hier. Und hier habe ich meine Brille nicht, Mensch. Ist irgendwie weg. So. Das reicht aber auch mit Kaffee, oder? Das sind jetzt 4 Kapseln gewesen, die ich insgesamt getrunken habe, ne? Hund, was machst du da? Jetzt mal nach oben gekommen. Babyfon ist mit dabei am Start hier und für meinen Kaffee habe ich fast unten ausgetrunken. Hatte mich doch vors Fenster gesetzt und mich redet ein bisschen leiser, weil Baby schläft ja. Und ja, ich habe nochmal über einen Kommentar nachgedacht und der geht mir die ganze Zeit schon nicht aus dem Kopf. Und da habe ich mir überlegt, da muss ich unbedingt nochmal ein Video drüber drehen. Das mache ich gleich, wenn meine Tochter wieder da ist und ich wieder ein bisschen lauter reden kann. Ja, da sieht man immer, wie zweischneidig doch, wie man doch bestimmte Dinge so sieht und auch wieder ganz anders sieht. Und je länger ich darüber nachdenke, desto logischer erscheint mir dieser Kommentar. Ich habe erst dagegen argumentiert und, wenn ihr übrigens einen Kommentar schreibt und ich darauf antworte, sobald ich drauf geantwortet habe oder geliked habe, rutscht der wieder, hatte ich ja schon mal erzählt, unter die Videos als beantwortete Kommentare. Und dann habe ich immer nicht die Zeit oder die Musse oder ich weiß nicht, ich schaffe das einfach dann auch nicht oder ich mache es auch einfach nicht selber, ne? Da dann auch nochmal die Antwort zu sehen. Also ihr schreibt etwas, ich antworte drauf und dann ist es abgeschlossen bei mir. Aber natürlich antwortet ihr dann meistens ja auch noch drauf, auf das, was ich geantwortet habe. Es tut mir echt leid, auch darüber denke ich erst jetzt so ein bisschen erst nach. Das hätte mich jetzt bei diesem Kommentar interessiert, aber trotzdem, wenn ich es schaffe, gucke ich dann nachher nach hinten unter dem Video. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Video das war, wo sie darauf geantwortet hat. Doch, fällt mir wieder ein. Also da müsste ich dann mal nachgucken, genau. Und dann, das sind so verschiedene Sichtweisen und auf die Idee bin ich so gar nicht gekommen. Und ja, darüber werde ich jetzt gleich nochmal ein Video machen. Genau, und dann habe ich auch ja noch das Video jetzt zu bearbeiten, was ich eben vorhin gedreht habe. Das mache ich nochmal eben. Und wie spät ist denn das eigentlich? 16.08 Uhr. Und ich muss auch unbedingt Wäsche waschen. Mein Wäschekorb platzt aus allen Nähten. Ja, und dann ist auch schon der Abend, ne? Was ist das?
Bisschen Kopfschmerzen hatte ich heute Morgen ja auch schon so ein bisschen, aber das verstärkt sich gerade wieder so ein bisschen. Muss ich auch noch mal gucken, dass ich das irgendwie in den Griff kriege und das nicht doller wird. Jo. Na gut, ich mache da mal weiter. Ja, ich bin kaputt. Wieder wie immer um diese Zeit. Es ist 8 oder so, es ist dunkel und der Schnee ist geschmolzen. Er ist fast gar nicht mehr zu sehen. Was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Ich werde jetzt mal diese Klamotten hier einräumen, die Emma mir gestern hier so schön zusammengelegt hat. Und jo. Den wollte ich eigentlich heute anziehen, den grauen Pullover. Aber den habe ich dann doch als zu dünn empfunden bei dem Schnee. Strumpfhosen. Naja, ich räume das dann mal ein und dann muss ich die Teller runterbringen. Und dann denke ich, wird auch Gazi gleich kommen. Jo, so ist das. So, das ist soweit fertig. Und jetzt werde ich mal meine alte Wäsche wieder mit nach unten bringen. Und der Wäschekorb ist auch Teller dahin. Und genau, dann muss ich Wäsche waschen. Jetzt sind Wäschekeller angekommen. Packen wir jetzt mal die Wäsche in die Maschine. So, das ist richtig doof mit dem Knupsi, den habe ich immer noch nicht umgeklebt. Und jetzt wird aber meine ganze Wäsche da nicht reinpassen. Egal. So, das lasse ich mal draußen. Von dem 1-Euro-Laden. So. Schweißspüler, wenn der hier schon mal steht. Normalerweise benutze ich ja keinen, aber wenn der da schon mal so schön steht. Ne? So. Und. Okay. So, das ist das. Miley ist natürlich auch dabei. Und meine Decke ist hier auch noch. Die kann ich auch mal wieder mit hochnehmen. Hatte ich ja auch gewaschen. So. Kann ich Miley nämlich eine frische Decke geben und die dann auch noch mal waschen. Machen wir das. Jetzt die Wäsche aufhängen. Wir haben uns jetzt mit den Kindern mal so ein bisschen abgesprochen, mit meinem Mann. Also es ist vielleicht so, also hundertprozentig steht es jetzt noch nicht fest, dass ich wahrscheinlich dann morgen zu meinem Sohn fahren werde und dann erstmal während des gesamten Ramadans da bleibe, damit ich den Jungs immer ihr Essen kochen kann. So ist es jetzt mal angedacht. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, der wusste aber noch nicht genau, wie er das morgen schafft, mich abzuholen. Hier ist ein bisschen Licht, ne? Genau. So. Der wusste noch nicht genau, wann er Zeit hat, mich abzuholen. Und genau. Ja, schauen wir mal. Also, jedenfalls muss ich morgen diese Teigdinger machen. Und ich habe hier kein Mehl. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob ich das morgen überhaupt noch schaffe. Ansonsten kann ich das halt erst am Samstag machen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, deswegen will ich jetzt hier gerne mal meine Wäsche aufhängen, dass ich das dann trocken habe, wenn ich gehe. Jetzt
bleibt hier aber nicht stehen, deswegen, genau, also das sind alles die Sachen von meinem Sohn. Ich glaube, es dürfte trocken sein. Ui. Und, oder ist das das von meiner Tochter? Jetzt meint wieder jemand. So. Die ist nämlich müde, die kleine Maus. Ja, Leute, wenn ich dann morgen gehen sollte, dann würde sich wieder einiges ändern. Die Wohnung ist nämlich auch bestimmt in einem Zustand, dass ich da wieder viel arbeiten muss. Erstmal mal wieder so einrichten, dass ich das dann auch einen Monat da aushalte. Mit Drehen und mit keine Ahnung was. Ich brauche ja auch meinen Platz. Wir werden wahrscheinlich eine Matratze mitnehmen müssen hier. Weil da ist zwar ein Sofa, aber ich nehme lieber eine Matratze mit. Und genau, schauen wir mal. Wir werden schauen. Muss ich auch einkaufen gehen, sicherlich gleich. Aber ich werde mal meinen Sohn eine Einkaufsliste schreiben und ihm schicken. Dann kann er das mal bitte alles besorgen. Muss ich das nicht morgen auch noch machen? Genau, jetzt wasche ich aber meine Wäsche, damit ich die sauber habe, beziehungsweise damit sie schon mindestens mal angetrocknet ist, würde ich mal so sagen. Ja, und dann haben wir die ganze Zeit eben beratschlagt, was wir hier ist. Gutes Licht, meine Güte, schaut mal. Dann haben wir die ganze Zeit beratschlagt, was wir machen, wie wir das machen. Ich habe meinem Mann gesprochen, gesagt, nein, du musst dahin, das geht so nicht. Damit die Jungs immer pünktlich ihr Essen haben. Es ist ja immer wichtig, dass die, also wenn das Fastenbrechen anfängt, muss das Essen fertig sein, ne? Und ich möchte und wir möchten nicht so gern, dass die alle dann, dass die alle oder viele noch ledig und dass die dann sozusagen sich dann noch Essen kochen müssen oder die arbeiten ja auch den ganzen Tag. Ne? Das ist schon besser, wenn Mama dann das Essen bereit hat und nachts machen die das dann selber. Ich backe denen diese Baslammer und zumindest die Jungs, die ich, wo ich bleibe, die werden diese Baslammer alle, die mögen das alle und insofern machen die das dann nachts selbst, stehen alleine auf und meistens schlafen die dann auch. Die essen dann, gehen spät ins Bett, so um 1, 2 und dann essen die und dann gehen sie schlafen. Genau, also da muss ich dann mal gucken. Vielleicht nehme ich dann das Zimmer von meinem Sohn, das würde vielleicht auch gehen. Ja, gucken wir mal. Also ich werde euch dann morgen mitnehmen. Und wenn das doch alles wieder anders kommt, als wir heute geplant haben, dann teile ich euch das auch mit. Ich habe hier jetzt aber noch Wäsche von mir, die werde ich nochmal eben reinmachen. Zur Not hänge ich die dann morgen bei meinem Sohn auf oder ich hänge sie irgendwie hier morgen früh noch auf, dass das schon mal antrocknet. Und so viel erstmal dazu. Es ist an der Uhr 21:45, 10:30, irgendwie sowas wird das schon sein. Dazu gefüllt mit den Fasolierten, mit den Reis. Ja, genau. Und Reis. Hat das, was gestern noch da war. Mhm. Aus. Ich bin auch lecker. Du sollst zu Melia sein. Okay, dann ich pass auf. Mit Zwiebeln hat sie wahrscheinlich angebraten mit Fett. Sieht aber lecker aus, ne? Meili, findest du auch, ne? Oh, ja, ich sehe zerrupft aus, wie immer um die Zeit 11:30. Irgendwie habe ich auch noch ein bisschen Hunger, aber da habe ich keinen Hunger drauf. Brot habe ich gegessen, übrigens ohne euch. Eine Scheibe und eine halbe Packung von den Gummibärchen, die ich heute geholt habe. Diese Wette-Dinger, die, oder die ohne tierische Gelatine, haben auch gut geschmeckt. Aber so ein leichtes Hungergefühl hätte ich noch. Ja, das Video, ich hatte keinen Bock heute. Ich hatte keine Lust, das zu drehen. Das machen wir morgen mit Emmel. Und genau, so sieht der Kühlschrank jetzt aus. Buttermilch. Auch. Ja, machen wir morgen. Ich habe genug gedreht heute. Reicht. Mein Hunger ist noch nicht gestillt. Kann ich dann essen? Eine Gurke. Das wäre auch noch möglich. Weil irgendwie macht das ja auch nicht satt, ne? Da habe ich keinen Hunger. Joghurt. Nee. Meinen Käse könnte ich noch mal essen, meinen selbstgemachten. Wo ist der denn hin? Da hinten breche ich mir mal ein Stück ab.
Futter. Ja, der ist noch gut. Ja, der ist ein bisschen schwarz, weil wir den ja angebrannt haben. Ein bisschen. Die Milch. Ich glaube, das kann man ausmachen. Ich habe das ausgemacht jetzt. Nicht? Jetzt habe ich es eben gerade ausgemacht. Nee, ist okay. Okay. Ich kann gerade nicht sprechen, mein Mund ist voll. So. Ich werde jetzt ins Bett gehen, liebe Leute. Ich bin müde. Heute reicht es. Deswegen verabschiede ich mich gleich von euch. Und ist nicht so gut geschleudert hier. Ich hatte ja auch schnell Waschgang gemacht, aber ist wurscht. Trocknet schon irgendwann. So. Fertig, ein paar Strümpfe noch, die nehme ich wieder mit nach oben, weil sonst verwechseln wir die immer alle. Wir haben ja alle die gleichen Strümpfe, ja. Na gut, meine, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich gehe jetzt nach oben, schmink mich ab, putze Zähne und dann war es das für heute. Bis morgen.